So, Jonapot, grüß Gott. Servus. Herzlich willkommen am Neusiedlersee. Hä? Wollen wir ein bisschen zusammenfahren? Heute radeln wir in der Freizeit um den Neusiedlersee, vorbei an schönster Natur, großer Weltgeschichte und ganz viel Genuss. Hallo? Ist da jemand? Hey, natürlich, ja ich. Aha. Das habe ich gar nicht fotografiert. Das ist unsere erste Station. Nicht wahr, Herr Schmidt? Aha. Zum Lukas Wendler, der ist von dem Nationalpark. Ein großartiger Mann. Er? Jo, eh. Gut, dann machen wir das halt. Na ja, ist ja vielleicht ganz gut, wenn man sie ein bisschen führen lässt. Von wem auch immer. Unterwegs im Burgenland, genauer gesagt am Neusiedlersee. Das geht am besten mit dem Radl. Denn die Gegend ist bretzeleben. Ich bin mit dem Zug von München nach Österreich gefahren. Naja, sind ungefähr 5 Stunden bis Neusiedl am See. Und die Fahrkarte kostet ein bisschen über 100 Euro. Und los geht's also mit Lukas Wendler. Und der ist Ranger im Nationalpark Seewinkel. So ein Aussichtsturm ist natürlich schon gewandt, gell? Man hat von dem Turm einen wirklich guten Blick bis runter nach Ungarn, rauf bis Neusiedl. Man kann den ganzen See überschauen und den Schilfgürtel, der sich rundherum zieht um den See. Über 50% der Fläche des Sees sind mit Schilf bedeckt. Das ist weit, gell? Das ist richtig weit. Das sind über 36 Kilometer in der Länge. Ja. Der Neusiedler See ist ja der größte Steppensee Mitteleuropas. Das ganze Gebiet ist sehr flach. Wenn du weit nach hinten schaust, ja, da siehst du in den Wolken schon die Berge. Ja. Das wären schon die Alpen. Und in der anderen Richtung, an ganz klaren Tagen, hast du dann die Karpaten. Und das macht den See so besonders, oder? Das macht den See so besonders, die Talgrube zwischen den zwei großen Gebirgen. Und so ist der See entstanden, ungefähr vor 10.000 Jahren. Durch diese Steppenregion findest du hier so viele Vogelarten, die findest du sonst nirgendwo in Österreich. Über 370 Vogelarten. Allein in dem Gebiet? 370? Allein, ja. Das ist aber, glaube ich, schon viel, gell? Das ist viel, ja. In Österreich kann man ungefähr 430 sehen. Also den größten Teil siehst du da eh schon, ja. Und warum sind da so viele? Ich meine, schön ist, also es ist ohne schön. Hier finden viele Arten einen ganz besonderen Lebensraum. Da geht es vor allem um die sogenannten Limikolen. Das sind Wattvögel. Die fühlen sich sehr wohl in diesen flachen Gewässern. Da finden die Nahrung Krebstierchen. Und deshalb kommen die auf den Vogelzug hier runter, jausen ihn quasi noch einmal und dann geht's weiter. Oder manche Arten bleiben auch hier und brüten dann direkt hier. Das ist schön. Ja. Wenn man so Fernglasel hat, noch viel schöner, gell? Auch Anten gibt's auch. Über 40 verschiedene Arten sogar. Über 40 verschiedene Antenarten? Ja. Ehrlich? Da geht's schon los, ja. Du hast da gerade vor uns zwei Rohrwellen. Ah, die, ja, da rumfliegen, meinst du? Ja, genau, die zwei. Oh, herrlich. Das ist ein Vogel, der hat sich ans Schilf angepasst. Ein ganz eleganter Flieger. Und wenn er dann ein kleines Vogel sieht oder eine Maus sieht, lässt er sich runter. Dankeschön jetzt für das Fernglasel. Ah, das behalte einmal. Du wirst es noch brauchen. Und vom Nationalpark, wir borgen die gern her. Gratis. Gratis? Gratis tatsächlich, ja. Ehrlich? Ja. Gutes Glasel braucht man in der Gegend und deshalb haben wir das im Angebot, dass wir die verleihen und die Leute dann wirklich was sehen und viel aus der Gegend mitnehmen können. Ja. Dann halt ich das mal bloß vorne zu. Mein Fernglasel. Dann seeaufwärts quasi. Seeaufwärts. Los geht's.
Das sind jetzt die berühmten Salzlacken. Und in der Salzlacke ist eben ein Salzgehalt drinnen, der den Lebensraum ganz besonders macht. Wie viel haben wir? Etwa 30, würde ich sagen. Das heißt, der Boden da hat schon ein Salz? Ja, ja. Durch die Bank hat er überall Salz. Da ist das Salz nicht ganz so stark. Ja. In der Lacke selber wachsen wirklich nur Spezialisten, die das Salz vertragen, aha, die damit umgehen können. Und Fegel haben wir drin, oder? Jede Menge, ja. Wir können sehen die Kampfläufer sehr häufig. Das ist einer dieser Vögel, die gerade durchziehen in der Jahreszeit. Säbelschnäbler, das sind ganz elegante Vögel, schwarz-weiß mit so einem aufgebogenen Schnabel, die so durchs Wasser streifen und versuchen, die Krebstierchen rauszufangen. Viele verschiedene Möwenarten sind halt alles Vögel, die gerne an die Lacken auch kommen und da Futter finden. Momentan ist es ziemlich trocken, aber trotzdem ein Gewässer, weil wenn es regnet, dann füllt sich das relativ schnell wieder mit Wasser und dann ist das quasi so ein richtiger Booster fürs Leben. Also dann fangen an, die Krebstierchen zu schlüpfen und wuseln dann da herum, die dann wieder von den Vögeln gefressen werden. Und das Salz kommt woher? Vom Urmeer oder ist das? Ja, eventuell kommt es vom Urmeer. Das ist noch so ein bisschen ein Rätsel, wo die Wissenschaftler immer noch streiten, wo es jetzt tatsächlich herkommt. Das Salz ist in der ganzen Gegend an und für sich und beeinflusst die gesamte Vegetation. In Wein. Den Wein auch? Auch in Wein, ja. Ist das das Besondere dann vielleicht? Das und die 300 Sonnentage, die wir haben im Jahr. Da die Kleine mit dem langen Schnabel. Ja? Das dürfte ein Bruchwasserläufer sein, ja? Ein Möwen sieht man auch überall, gell? Da haben wir draußen eine Lachmöwenkolonie, die da jedes Jahr brüten. Das ist schon pfundig. Man muss einfach ein bisschen Zeit mitbringen, gell? Ganz genau. Einmal stehen bleiben, schauen und auch hören. Da nimmt man viel mehr wahr, was da eigentlich um einen ist. Ja. Gib ich dir das zurück. Sag vielen Dank. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ja, das lohnt sich. Fährst du jetzt noch weiter? Ja, das ist selbstverständlich. Wenn ich da noch einen Tipp geben darf. Ja. Wenn du da vorfährst, da kommst du zu unseren weißen Esel, Barockesel. Die weißen Barockesel? Die weißen Barockesel, genau. Da beweiden die unsere Fläche. Das ist für den Nationalpark ganz wichtig. Und das ist eine ganz seltene Rasse. Fahr ich hier. Danke. Ich sag danke. Hab noch eine schöne Zeit. Hab ich. Schon die ganze Zeit. Ja, ja. Grüß dich. Moment. Die schauen ja gut aus. So. Jetzt mal schön herschauen. Der Schmied macht den Büdel. So, Vorsicht. Lachen. So, wollen wir langsam schlafen gehen? Langer Tag gewesen, bin ich eh schon müde. Fahren wir zu Wellig, zu Sonja und dem Heinz. Haben ein schönes Hotel, gutes Essen und dann sehr gute Weine. Alles klar. Ja, schaut doch gut aus. Und ich bin ja eh schon müde, hat er gesagt. Übernachtet habe ich also im Weingut Fehlig. Die haben 17 Zimmer. So. Burgenlandkarte. Genau. Moin. Haben Sie das Bad schon gesehen? Ach ja, und wegen der Burgenlandkarte, die gibt es ab der ersten Übernachtung umsonst mit vielen Vergünstigungen oder kostenlosen Eintritt in Museen. Schön, oder? So. Dann. Licht aus. Gehen wir frühstücken. Ach so. Ja, und der Akku ist auch voll.
So, bitte sehr. Cappuccino für den Herrn. Wunderbar, vielen Dank. Großartig. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Ich habe ganz hervorragend geschlafen. Das freut mich. Und ich habe im Zimmer 1921 geschlafen. Ist eine Jahreszahl, ja, oder? Das ist eine Jahreszahl, weil wir uns damals entschieden haben, unsere Zimmer mit Jahreszahlen zu benennen. Und dann haben wir welche gewählt, die fürs Burgenland von Bedeutung sind. 1921 kommt das Burgenland zu Österreich. Dann haben wir noch genommen den Fall des Eisernen Vorhangs, 89. Genau, dann haben wir den Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel, 1993. Das waren Zollhäuser. Zöllner haben mit ihren Familien da gelebt. 39 sind sie erbaut worden. Ja. Und wie wir dann übernommen haben, war die Grenzpolizei drinnen. Darf ich Ihnen noch was bringen? So ein Frühstücksei, da drin. So ein Frühstücksei. Ja. Mach ich gern. Kommt gleich. Gut. Was mache ich heute? Kann ich mal ein Foto machen, oder? Vielleicht ist er ja da, also er. Das ist der Heinz. Mach guter Wein. Darfst du nicht auslassen. Heinz? Jo, ey. Gut. Ich möchte ja nichts sagen, aber es ist ein bisschen dunkel geworden. Na und? Na bitte, Herr Schmidt. Sag ich lieber nichts. He? Aber das ist jetzt quasi der Heinz. Was mir jetzt aber schon ein bisschen auffallen ist in der Gegend, also ein Weinberg an sich, sind eher Weinfelder. Das ist durchaus richtig, aber für mich ist es nicht wichtig, dass ich da einen Weinberg habe. Für mich ist es wichtig, ganz egal, ob das jetzt ein steiler Weinberg ist, ob das da jetzt diese pannonische Tiefebene ist, ja, ob das flach ist, ich muss die Region verstehen. Die Region kommt im Herzen, das muss da sein. Ich muss verstehen, was das für Boden ist. Der Kalk im Boden, der Kalk ist ganz wesentlich. Dann das Salz von den Locken. Der Wind verteilt das so da über unsere Felder da. Dann kommt es da auf die Blätter, auf die Trauben. Und natürlich das Wesentlichste im Boden. Und die Wurzel kann das Salz aufnehmen. Was haben wir für Rebsorten? Chardonnay, eine Rebsorte, unsere älteste Anlage, über 60 Jahre alt. Du merkst, wie gut Chardonnay ist. Und Chardonnay kann das am besten transportieren. Mit Chardonnay hast du den Kalk, das Salz und da merkst du es. Ihr habt ja wie viel? 300 Sonnentage. Ich meine, da ist Regen ja ein Thema. Regen ist ein Thema. Wir haben durchschnittlich 350, 400 mm Niederschlag pro Jahr. Also extremst wenig. Junganlagen brauchen, so wie wir es da haben, in Extremsituationen Wasser. Wobei wir das seit 14, 15 Jahren noch kein einziges Mal verwenden mussten. Aber um sicher zu sein und kein Risiko einzugehen, haben wir das ganz einfach. Und deshalb siehst du, wir brauchen die Begrünung. Es trocknet aus normalerweise, deshalb brauchst du eine Begrünung, um den Boden zu schützen. Er bleibt kühler. Weil die sollen ja schon weit runterwurzeln. Sie müssen sich das Wasser selber suchen. Und nicht nur das Wasser. Du hast auch die Mineralität unten. Den Schotter, den Kalk, die Salzigkeit. Und das müssen sie aufnehmen. Man muss erkennen, diese heiße Region zu schützen und somit den Geschmack zu bringen. Weißt? Die Salzigkeit in den Wein, das muss da sein. Das muss gletschen auf der Zunge. Das muss gespüren. Gletschen? Gletschen, gletschen. Was das so gletschen. Richtig? Gletschen, gletschen. Das ist genial. Was ist denn Durst? Ja. Can we skip to the good part? Das sind die jüngsten Rebstöcke. 15 Jahre im Durchschnitt. Herrlich. Was haben wir? Cuvée, 85 Chardonnay. Der Rest teilt sich auf zu gleichen Teilen. Welschriesling und Sauvignon Blanc. Das Ganze nennt sich To. To ist nämlich das ungarische Wort für den See. Der Neusiedlersee auf Ungarisch, Ferte To. Merkt man das, was du mir vorher erzählt hast? Kann das sein? Merkt man das oder bilde ich mir das jetzt ein? Der Gaumen legt dich nicht an. Du merkst das Salz, oder? Ja. Das ist ein Kennzeichen für Wein, der Länge hat. Salz. Der zweite. Dachau. Dachau. Warmsee. Warmer See. Warmer See. Ein Locken, die Salzlocken. In der Farbe ein bisschen kräftiger. Ja. Und? Was noch wesentlicher ist, reiner Chardonnay. Die sind jetzt 35 Jahre alte Rebstück. Fast so alt wie ich.
das Salz, das ist fast das Erste, was man kriegt. Kann das sein? Also es ist sehr schnell da. 35 Jahre alte Rebstöcke. Ja. Was ergibt 35 Jahre alte Rebstöcke? Geringeren Ertrag. Geringerer Ertrag heißt mehr Konzentration. Und deshalb das Salz noch ausgeprägter. Es geht in den Bergsalzschöpfer rein. Was von diesem jodierten Salz von vorher geht es jetzt ins Bergsalz. Das machst du schon gut. Tiglat? Wir haben immer geglaubt, das kommt auch vom Ungarischen. Ah, vielleicht auch nicht. Wissen wir nicht genau. Aber klingt gut. Aber klingt gut. Stahl? Nein. Nicht, gell? Nix. Kein Stahl. Holz. Holz. Groß, alt. Und alle im Holz? 100% Holz, 100% spontan vergoren, natürliche Hefe, keine Zusätze, bleibt auf der Hefe, bis wir füllen. 24 Monate. Und jetzt, was steht da? 60 Gehalt Rebstück. Noch weniger Ertrag? Ja. Noch mehr Konzentration? Ja. Nur mehr Maiwein. Heinz, ich glaube, ich muss ein Foto machen. Das hilft nichts. Lächeln. Wir fahren in meine Heimat jetzt nach Ungarn. Oder wie wir sagen, Magyarország. Ich glaube, ich muss nach Ungarn. Mach das. Erzähle ich Ihnen eine große Geschichte. Ja. Eine ganz große Geschichte. Und die hat stattgefunden an der österreichisch-ungarischen Grenze. Genauer gesagt auf der Brücke von Andau. Sie ist das Tor zur Freiheit in der jüngeren Geschichte. 1956. Der Volksaufstand in Ungarn scheitert. 200.000 Ungarn flüchten. 70.000 alleine über diese Brücke, über den sogenannten Einserkanal. Den nennt man auch den Stöpsel des Sees. Im November 1956 wurde die Brücke gesprengt und erst 40 Jahre später wieder neu gebaut. Mit dem Radl können es fast 1000 Kilometer ausgeschilderte Radstrecke zurücklegen. Auch durch Ungarn. Die haben 2/3 vom Nationalpark und 1/5 vom See. Es klingelt. Hallo? Lieber Herr Schmidt, wollen wir Schiffe erfahren? Ja, dann mache ich das. Es ist Ungarn nicht schön. Ja, auf Wiederhören. Ja, ein super Tipp, da die Song. Weil mit so einer Fähre kann man wunderbar abkürzen und die Seeseiten wechseln. Eine Fahrt kostet 8 Euro inklusive Radl. Hallo? Hallo? Vielleicht ist er im Mittag, hä? Immer noch weiß. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich eigentlich hin muss und warum ich da bin. So, Herr Schmidt, es tut mir sehr leid. Schiff kann ich nicht fahren. Ich hab's immer Seekrankheit. Ja, ist klar. Wo muss ich denn jetzt hin? Zum Hannes Binterich nach Siegendorf. Der macht Öl mit Kräuter bis zu Narisch.
Gut, dann Dankeschön dabei. Ja, bitteschön. Am Ostufer des Neusiedlersees sind wir also losgefahren. Jetzt hat mich die Fähre in den Westen gebracht. Ich bin in Mörbisch ausgestiegen und soll also jetzt zum Johannes Pinteritz. Der ist ein bisschen abseits der Radlroute in Ziegendorf. Hallo. Habe dir, servus. Was ist am Mineral da? Ja, ich bin ein bisschen am Neusiedlersee unterwegs, so eine kleine Rundreise. Und dann hat es geheißen, ich muss jetzt einmal daherkommen, weil das irgendwie gut sein soll. Wer schickt sie? Ja, okay. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass die Öle ganz besonders sind. Na ja, sie werden nach einem anderen Verfahren gemacht. Normal macht man Kräuter- oder Gewürzöl so, dass man fertiges Öl nimmt und das Gewürz einlegt. Ich mache das aber nach einem alten Verfahren. Das ist in Vergessenheit geraten. Das hat sich nur in Italien ein bisschen bei den Olivenölen gehalten, wo frische Früchte mitgepresst werden. Und das ist schon der entscheidende Punkt. Wenn das Öl entsteht, dann mische ich die Sonnenblumenkerne mit dem Gewürz. Und das Gewürz wird mitgepresst. Unter dem hohen Druck, unter der Temperatur, die beim Pressen natürlich entsteht, gehen die ätherischen Öle, die im Kraut drinnen sind, im Gewürz drinnen sind und auch natürlich die Farbstoffe, wesentlich besser ins Öl rein und halten auch viel, viel länger. Also das ist wesentlich intensiver. Basierend auf dem Sonnenblumenöl? Ganz genau, weil die Idee ist, flüssiges Gewürz zu machen. Und das Sonnenblumenöl ist einfach ein sehr neutrales Öl. Das ist quasi nur jetzt unter Anführungszeichen gesagt der Geschmacksträger fürs Gewürz. Und was hätten wir jetzt da für Gewürze aus der Region? Zum Beispiel den pannonischen Safran. Ja. Das ist eine alte Traditionsgeschichte. Fenchelbollen und auch den Neusiedler Majoran als Gewürz und auch im Öl. Majoran kommt von da? Fenchelpollen auch von da? Alles von da. Und der Safran auch von da? Der Safran auch von da, alles von da. Ich habe gar nicht geglaubt, dass die Fenchelpollen im Öl funktionieren werden, aber es funktioniert sehr, 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 sehr gut. Das ist ein feiner, eleganter Fenchelton, der da drinnen ist. Das ist erstaunlich. Wunderschön ist ein Händel. Wer gestorben ist und kein Händel mit Fenchelpollen gegessen hat, ist zu früh gestorben. Ehrlich? Und wer kocht damit? Na wer? Stiegl Max ist der beste Koch von Österreich. Oder Burgerland. Oder vielleicht Pannonien. Der Max Stiegl oder Stiegl Max. Sein Restaurant in Purbach ist Gomeo gekrönt. Und weil es auch 7 Zimmer gibt, kann man nicht nur schlemmen, sondern auch wunderbar im Gut übernachten. Servus. Habe ich dir? Pannonische Fischsuppe. Die Hallaschle?
Safran, Speck, Majoranöl und dazu Sauvignon Blanc, Engler auf Erden von Christian Schieder. Mahlzeit. Danke. Hab ich verdient. Maibock mit Spargel, Morcheln, Limetten und wilden Thymian. Dazu gibt's Felsen 1 Blaufränkisch vom Cheater Christian aus Ilmetz. Lass es schmecken, Mahlzeit. Das mache ich, ja. Ein Rahmschmarrn mit Chiliöl. Alles für mich? Ja, weil du so brav geradelt bist. So, jetzt haben wir Ruster Ausbruch, Feira Ratinger 2018, Pinot Cuvée, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay. Herr Schmidt, ich hoffe, wir haben Sie eine schöne Zeit bei den Neusiedlersee verbracht. Ja. Das war doch, oder? Ich glaube schon.